Geht's euch gut heute Morgen? Amen. Mir geht's auch gut. Ich war gestern noch bei Daniele. Wir haben Spieleabend gehabt und obwohl ich nicht gewonnen habe, bin ich happy. Vorhin wurde schon ein paar Worte zu mir gesagt. Ich heiße Bastian, könnt mich aber einfach Basti nennen. Bin auf der Bibelschule in Erzhausen und ab 1. April bin ich hier zum Praktikum. Und ehrlicherweise, ich habe jetzt schon eine Freude in mir drin, die wohnt in mir, weil ich mich auf euch freue. Und zwar euch auch kennenzulernen. Mich kann man auch immer gut auf einen Kaffee einladen, so kleiner Tipp. Das ist immer gut. Und heute habe ich das Privileg, zu euch sprechen zu dürfen und zu predigen. Aber bevor ich zur Predigt komme, möchte ich noch mal kurz beten, ja? Ja, Jesus, ich danke dir, dass du hier bist mit deinem Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen weit machst, dass du heute direkt in unser Herz hineinsprichst, dass du uns ermutigst, dass du lebendige Worte sprichst, dass wir Begegnung mit deinem lebendigen Geist haben und dass wir ermutigt und gestärkt und in Freude heute hier aus diesem Gottesdienst herausgehen. In deinem heiligen Namen, Jesus. Amen. Zum Anfang habe ich gedacht, ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen, so in mein Leben. Da gab es nämlich eine Geschichte, die hat mich mitentscheidend geprägt, warum ich heute hier stehe, auf dem Weg bin, Pastor zu werden. Und dazu müsst ihr wissen, ich war nicht immer gläubig, da gab es Phasen in meinem Leben, da war alles andere wichtiger als Jesus. Meine Mutter war zwar gläubig, das war richtig gut in dem Punkt, dass ich in der evangelischen Kirche, ich habe alle Stationen durchlaufen, die man so kennt, Kindergottesdienst, Jungschar, dann später Hauskreise im CVM und ich bin heute enorm dankbar, weil ich da einfach von Jesus gehört habe. Aber es gab ein Problem. Ich habe nicht wirklich begriffen, was das Ganze mit Jesus eigentlich mit meinem Leben zu tun hat oder dass es irgendwas mit meinem Leben machen sollte. Und die Folge war, ich kannte zwar die ganzen Stories und ich konnte erzählen, was in der Bibel drinsteht, aber ich habe nicht wirklich danach gelebt, mit meinem Leben hat es nichts gemacht. Und dann kam dieser eine Moment. Und es war, als unser Hauskreisleiter im CVM damals, Christian heißt, der ist heute noch ein guter Freund, gesagt hat, hey, komm mit zu so einer christlichen Konferenz. Und es war der Willow Creek Kongress 2011 in Düsseldorf, also schon eine Weile her, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Und ich habe mir gedacht, hey, das wird eine gute Zeit, da gibt es auch gutes Essen bestimmt, ich gehe da hin. Und wir fahren da so mit dem Auto hin, die Fahrt dauert ein paar Stunden und als ich dort war, war ich einfach beeindruckt. Hey, das war schönes Wetter, die Sonne hat geschienen und du bist so Richtung Kongressgebäude gelaufen, dort, wo diese Konferenz dann war und du läufst so rein und Leute lächeln dich die ganze Zeit schon an, so, hey, guten Morgen. Und wenn dich Leute anlächeln, das macht was mit einem, oder? Ich meine, ich lächle euch jetzt schon ganz schön viel an. So, also, dürft auch zurücklächeln. Und ich war dann schon so happy und so froh. Und dann kamen die Gottesdienste und es war geniale Musik und die Leute sind abgegangen, die haben getanzt und weiß was ich nicht was alles und es war eine geniale Atmosphäre und es waren auch richtig gute Predigten. Aber ehrlicherweise, von den Predigten weiß ich heute gar nicht mehr so viel. Ja, auch ich als Pastor vergesse Predigten. Aber was mich geprägt hat, und etwas, was mich nicht mehr losgelassen hat, war diese Freude, die sie ausgestrahlt haben. Diese Freude, die an diesem Ort gewohnt hat. Weil in dem Moment, als ich das gesehen habe, als ich das gemerkt habe, habe ich realisiert, genau diese Freude fehlt mir gerade in meinem Leben. Und ich will sie haben. Und das ist das auch, warum ich das euch erzähle, diese Geschichte aus meinem Leben. Weil ich glaube, dass Freude Einfluss nimmt, dass Freude etwas auslöst, dass Freude etwas mit Menschen um uns herum macht. So ging es zumindest mir. Für mich war das ein Ort, an dem die Freude gewohnt hat. Und ich wollte diese Freude haben. Und ich kannte ja auch andere Sachen.
Ich war oft feiern in Bars, in Clubs und so weiter, aber nichts kam an diese Atmosphäre ran. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn irgendwas in der Luft liegt. Vielleicht kennt man das ja irgendwie anders. Auf der Arbeit oder in der Beziehung hat man was ausgefressen und man weiß noch von nichts und betritt dann den Raum der entsprechenden Person und dann merkt man, da liegt schon was in der Luft. Da ist eine Atmosphäre da. Und ich glaube, genauso kann es mit Freude sein, wenn du in den Raum betrittst, dann merkst du, obwohl du vorher noch nichts davon wusstest, hier ist irgendwas anders. Hier ist eine Freude da, die ich nicht kenne. Ein Ort der Freude. Und ich glaube auch, dass dieser Gottesdienst heute Morgen ein Ort der Freude ist. Amen. Und von so einem Ort der Freude lesen wir auch schon im Neuen Testament. Im zweiten Teil der Bibel, da ist Lukas, der hat auch das Lukas-Evangelium geschrieben und die Apostelgeschichte. Und an einer Stelle zeichnet er so ein Bild davon, wie Gemeinde sein sollte. Hey, praktisch so ein Vorbild, was es nachzujagen gilt. Und lasst uns das mal gemeinsam lesen. Es steht in Kapitel 2 in den Versen 46 bis 47. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich begeistert diese Beschreibung von Gemeinde Jesu. Es weckt Begeisterung in mir. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, habe ich mir gedacht, dass wir uns mal einen Überblick verschaffen. Und bei dem Text da verschafft man sich einen Überblick mit nur zwei Worten. Das eine ist was und das andere ist wie. Und wenn man das nämlich so anschaut, ist es so, dass am Anfang wird beschrieben, was alles passiert. Also wird beschrieben, sie kommen zusammen, sie gehen in den Tempel, in den Häusern, brechen des Brotes, haben gemeinsam Mahlzeiten. Und unten drunter steht, ja, sie lobten Gott und Gott fügte hinzu. Das ist so eine Beschreibung, was eigentlich alles passiert. Und in der Mitte ist aber das Wie. In welcher Art und Weise tun sie das alles? Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Und Leute, das ist kein Zufall, dass diese Worte in der Mitte vom Text stehen. Ey, damit soll ausgedrückt werden, hey, das ist von zentraler Wichtigkeit für Gemeinde. Und jetzt, wenn wir so diese ersten paar Worte lesen, dann mal genauer einsteigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen und trafen sich in ihren Häusern. Und jetzt liest man das einfach mal so. Aber als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, krass, täglich, das ist ganz schön viel. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. So ein Sonntagsgottesdienst ist schon immer viel Aufwand. Und dann, die trafen sich täglich. Und da habe ich gedacht, boah, das klingt schon irgendwie ein bisschen übertrieben. Aber dann habe ich weiter nachgedacht und überlegt, ja, was passiert denn eigentlich davor? Was haben die denn alles erlebt? Und das muss man sich mal bewusst machen. Die Leute dort hatten erst vor kurzem erlebt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für ihre Schuld. Dann 3 Tage später hat sich die Nachricht von seiner Auferstehung verbreitet, dass er seinen Jüngern begegnet ist.
Und dann an Pfingsten kommt der Heilige Geist auf die Gläubigen. Zahlreiche Zeichen und Wunder passieren, Heilungen, Menschen werden befreit von Dämonen. Und ich glaube, da war so eine Euphorie, so eine Begeisterung da, so ein Ereignis nach dem anderen, was passiert ist, dass es einfach eine Begeisterung für Jesus war, dass es keine Last, keine Herausforderung für sie war, sich täglich zu treffen, sondern es war ihnen eine Freude. Und deshalb trafen sie sich täglich. Und dort ist von zwei Orten die Rede. Einerseits vom Tempel. Und es war der Ort damals, wenn man Gottesdienst feiern wollte. Und der war öffentlich, also so wie unser Gottesdienst hier. Das heißt, Leute konnten dazukommen und waren vielleicht auch andere Leute da. Und die haben da Gott angebetet. Und das andere waren Privathäuser, also praktisch bei irgendjemand aus der Gemeinde getroffen. Und dort haben sie was gemacht? Etwas, wofür ich finde, dass es sehr, sehr gut ist. Sie haben gegessen, sich zum Essen getroffen. Ich finde, das gehört sich schon, wenn man da irgendwo unterwegs ist. Und zu einem heißt es zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Und hier an dieser Stelle auch, unterschätzt niemals die Kraft einer guten Mahlzeit. Die kann auch Freude wecken. Also wenn man mir so ein Steak auf den Tisch stellt, so dass so richtig gut angebraten ist, nicht zu viel, nicht zu wenig, dann wächst in mir eine Freude, sag ich euch. Da komme ich in den Lobpreis und in die Anbetung. Da heißt es dann, danke Jesus, sehr gut. Aber sie haben sich auch zum Brechen des Brotes getroffen. Und das ist nicht einfach nur, dass sie ein Brot gegessen haben, sondern da geht's ums Abendmahl. Und beim Abendmahl geht's doch darum, dass man sich erinnert an alles, was Jesus getan hat. Jedes Mal haben sie sich da in den Häusern getroffen, haben das Brot gebrochen und sich daran erinnert, wie Jesus zerbrochen ist am Kreuz für sie. Aber ich glaube, es war noch viel, viel mehr. Denn Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, sondern Jesus ist auch auferstanden. Und ich glaube, jedes Mal, wenn sie Abendmahl gefeiert haben, dann war das auch eine Bezeugung dafür, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus Sieger ist. Und ich glaube, dass in diesem Zurückerinnern an all das, was Jesus getan hat, eine Kraft liegt, Freude in unserem Herzen zu wecken. Es ist ein Ausdruck dafür, dass Jesus Sieger über den Tod ist, dass er Sieger über Krankheit ist, dass er Sieger über Sünde ist. Und wenn wir uns zurückerinnern, Herr, erinnere dich mal zurück so an diesen Moment, wo du begriffen hast, was Jesus für dich getan hat. Das macht was mit einem. Hey, was er alles Gutes getan hat. Und ich glaube, was da passiert ist, es weckt Siegerfreude, weil Jesus überwunden hat. Und das ist der erste so von drei Punkten, warum ich glaube, dass da diese Freude an diesem Ort wohnte. Es war eine Siegerfreude, weil Jesus Sieger ist. Und mir ist bewusst, dass es im Leben auch Auf und Abs gibt, dass es nicht immer einfach ist, dass es Herausforderungen gibt, dass es schwierig ist. Und ich weiß nicht, wie deine letzte Woche war, ob die gut oder schlecht war. Wir alle erleben mal Kreuzigungsmomente, wo es schwierig ist. Aber wir dürfen wissen, die Auferstehung kommt. Und das Geniale ist, wir dürfen uns daran gegenseitig erinnern. Wir sind nicht allein unterwegs. Denn wenn es mal herausfordernd wird, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn es einem nicht gut geht, dann kann es sein, dass man sich zusammen trifft, dass man füreinander betet und auf einmal spricht Gott durchs Gebet Worte in unser Herz hinein.
Und es sind nicht nur einfach Worte, sondern es löst etwas in unserem Herzen aus. Es verändert etwas. Plötzlich kommt so eine göttliche Perspektive in ein Problem rein und es weckt Freude, weil man realisiert, Gott sieht meine Situation. Und Gott kann etwas verändern und Gott kann eingreifen. Und genau dafür soll es später nach der Predigt Raum geben. Und das ist für mich so der zweite Punkt, warum das ein Ort war, an dem die Freude herrschte. Weil es eine Gemeinschaft der Freude war, weil man zusammen unterwegs ist, weil man nicht alleine unterwegs ist. Und es war ein Big Point im Text, sie waren zusammen beim Gebet, sie waren zusammen im Tempel, haben zusammen gegessen. Es zieht sich eigentlich durch diese ganze erste Gemeinde hindurch. Und jetzt versteht man vielleicht besser, warum es heißt, alles geschah mit großer Freude und mit aufrichtiger Herzlichkeit. Da gab es gute Gründe dafür. Und diese Freude, von der hier berichtet wird, das ist nicht nur ein bisschen Freude. Eine kleine Freude, so, hey, toll, schön. Nee, sondern das ist ein Jubeln. Halleluja, Amen. So eine Freude ist es. Eine Freude, die man sieht, die sich Ausdruck verleiht. Und ich meine, wir in Deutschland oder viele Deutsche beherrschen ja die große Kunst, sich innerlich zu freuen. Außer vielleicht beim Fußball, zumindest wenn in der richtigen Seite das Tor fällt, dann kommt auf einmal Jubel und die gehen ab und im Stadion ist eine Lautstärke. Aber vielleicht auch nicht bei der WM dieses Jahr, die war ja eher ein Trauerspiel. Aber ich glaube, an dem Punkt kann man trotzdem was von Fußball lernen. Hey, Freude darf man sehen. Man lächelt, man lacht, man grinst bis zu den Ohren rauf. Man ist vielleicht laut, sagt Halleluja, sagt Amen. Amen, sehr gut. Und ich glaube, vor allem, wenn es um Gott geht. Weil Gott ein Gott der Freude ist. Der Heilige Geist kam an Pfingsten und der Heilige Geist wird auch beschrieben als ein Geist der Freude. Hey, und wir lesen so viel von diesem Heiligen Geist der Freude, der Gläubigen begegnet. Das macht was. Ich glaube, der Heilige Geist, der kann in uns eine Freude wecken, die unabhängig von unseren Umständen ist. Wo wir irgendwie merken, ich freue mich irgendwie gerade. Aber ich kann es eigentlich nicht erklären, weil eigentlich ist gerade das Schwierige in meinem Leben. Vielleicht ist die Arbeitssituation gerade herausfordernd. Vielleicht hat man in der Schule gerade eine schlechte Note rausbekommen. Eigentlich gäbe es nicht so viel Grund zur Freude, aber irgendwie, der Heilige Geist ist da und auf einmal kommt so eine übernatürliche Freude in einem. Und vielleicht kennt ihr ja solche Situationen. Ich zum Beispiel erlebe das manchmal im Studium aktuell. Montag, wir nehmen uns immer Zeit zum Fasten, also wir essen nichts und beten dafür. Und es passiert nicht immer, aber manchmal, da geht man mit schlechter Laune rein, so, das Studium ist gerade schwierig, dann die und die To-Do steht an. Und dann geht man so ins Gebet, fängt an zu beten und auf einmal kommt so eine Freude ins Leben rein, die man eigentlich nicht erklären kann. Hey, und man ist dann so erfüllt von Freude, da geht man dann durch die Bibelschule und grinst alle an und die fragen sich, was ist los mit einem und möchte am liebsten für alle beten. Hey, und dann sagt man einfach, hey Gott, du bist gut. Hey, man dankt einfach Gott für diese Freude. Und davon lesen wir auch eben bei dieser Textstelle, wo es dann heißt, sie lobten Gott. Und ich glaube, wenn Freude in uns hochkommt, was passiert? Wir loben Gott. Aber auf der anderen Seite kann es auch sein, dass wenn wir uns gerade nicht so nach Freude fühlen und wir fangen an, Gott zu loben, dass dann die Freude kommt. Und ich glaube, wir merken das vor allem hier, wenn wir gemeinsam singen und die Gegenwart Gottes ist da, der Heilige Geist ist da und auf einmal kommt Freude, während wir singen. Und was dann die Folge ist, wenn wir eine Siegerfreude haben, wenn wir eine Gemeinschaft der Freude haben,
wenn wir einen Geist der Freude haben, was dann passiert ist, dass es mit allen um uns herum etwas macht. Das prägt die Atmosphäre. Und wenn wir weiterlesen, heißt es, die Folge der Freude war, und sie waren im ganzen Volk angesehen. Im ganzen Volk, bei allen Leuten. Und wie genial wäre es zum Beispiel in Pforzheim, dass das heißt, die Volksmission Pforzheim, die ist in ganz Pforzheim bei allen Leuten angesehen, weil egal, wo die hingehen, oder wenn man zu denen kommt, dann merkt man, die Atmosphäre ist anders. Da ist Freude da. Oder wenn du mit Freunden nach dem Gottesdienst gehst du bei irgendjemandem essen oder in ein Restaurant. Und ja, von mir aus auch McDonald's, da war ich auch gestern. Dann glaube ich, dass dieser Ort zu einem Ort der Freude wird. Und was dann passieren wird, ist, und dort heißt es weiter, täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, hinzu. Und ich glaube, es lag erstens daran, dass die Leute das gesehen haben, wie die drauf sind und gedacht haben, krass, diese Freude, die die haben, will ich auch. Ich meine, so ging es mir ja auch auf diesem Willow Creek Kongress, von dem ich am Anfang erzählt habe. Ich glaube, das macht was. Und zu dem Schluss sind auch schon andere gekommen. Zum Beispiel ein Philosoph aus dem 19. Jahrhundert, Nietzsche, hat einmal gesagt, wenn Christen Erlöster aussehen würden, dann würde ich an ihren Gott glauben. Im Umkehrschluss heißt es, wenn wir erlöst aussehen, schaut mal erlöst aus, hey, dann kommen Leute zum Glauben, oder? Amen. Und das Zweite ist, ich glaube, wenn wir ein Ort der Freude sind, dann fügt Gott auch gerne Leute hinzu. Weil ich glaube, wenn wir ein Ort der Freude sind, dort Menschen gesund werden. Weil Freude etwas mit unserem Herzen macht. Freude hat etwas Heilendes für unser Herz. Und deshalb ist es mein Herzschlag heute Morgen, dass Gemeinde Jesu, egal wo sie sich trifft, egal wo sie ist, dass wir Freude ausstrahlen. Dass wir uns darüber bewusst werden, dass wir erlöst sind, dass wir in der Siegermentalität unterwegs sind, dass wir nicht alleine unterwegs sind und dass wir einen Geist der Freude haben. Und das Lobpreisteam kann gerne schon mal nach vorne kommen. Die Frage ist, wenn wir das jetzt alles hören, was machen wir damit? Was jetzt? Und ich habe es mal runtergebrochen, erstmal auf zwei Worte, Gebet und Begegnung. Wie ich vorhin erzählt habe, wir haben einen Geist der Freude. Gott begegnet uns im Lobpreis. Und wenn du vielleicht gerade so merkst, boah, ich fühle diese Freude gerade nicht so in meinem Herzen, dann kannst du das im Lobpreis vor Gott bringen. Und ich glaube, Gott ist hier mit seiner Gegenwart und er kann etwas verändern. Er kann neue Freude in unseren Herzen wecken. Und das andere ist, wir sind ja nicht alleine unterwegs. Und hier wird dann ein Gebetsteam vorne stehen und vielleicht braucht es einfach ein Wort der Ermutigung von Gott. Ein Eingreifen Gottes, ein Reden Gottes. Hey, und Jesus ist heute hier, ist er auferstanden. Und wenn dort Worte gesprochen werden, dann sind es nicht einfach Worte, sondern sie verändern reell etwas in unserem Leben. Und deshalb, ich kenne es ja auch, wenn man so im Gottesdienst drin sitzt und dann manchmal überlegt, soll ich jetzt nach vorne gehen? Ich sage, wenn man so an diesem Zweifelmoment ist, geh lieber. Weil es ist nie was Schlechtes, wenn wir einander ermutigen, sondern es ist immer was Gutes. Und vielleicht, weiß ich nicht, sitzt du heute hier und du hast vielleicht, weiß ich nicht, mit Jesus gar nicht so viel am Hut. Bist auf dem Weg und hey, dann möchte ich dich einladen, Schritte auf Jesus weiter zuzugehen. Und was ich so krass finde ist,
dass Jesus in die Nachfolge ruft. Und dieses Bild von Nachfolge ist ein Schritt nach dem anderen. Es ist immer ein Laufen. Man geht immer einen Schritt nach dem anderen auf Jesus zu. Und bei mir war ein entscheidender Schritt zu sagen, hey, mir fehlt da die Freude. Und vielleicht ist ein Schritt, das zu merken, hey, ich habe gerade keine Freude in meinem Leben. Und der nächste Schritt kann vielleicht sein, hey, einfach mal mit Christen zu reden, sie zu fragen, auf Leute aus der Gemeinde zuzugehen. Und ich will dich dazu ermutigen, Schritte zu gehen.